Wenn ich mit einem Atemzug tauche, dann ist das Wichtigste in meinem Leben limitiert. Ja? Und zwar die Luft. Aber wenn dann so 150 Kilo oder wie viel die halt haben mit Topspeed und die sind schnell, mit aufgerissenem Maul auf dich zukommen, da denkst du dann auch so, erstmal in welchem Film bin ich denn hier gerade? Du kriegst schöne Bilder, du arbeitest mit super Leuten zusammen, aber gleichzeitig hat es auch eine langfristige Wirkung auf das, wo wir eigentlich hin müssen, im Thema Nachhaltigkeit. Eins werden mit der Natur, mit dem Leben, mit dem Horizont, das schöne Motto vom Marinemaster. Und besser könnten wir diese Message heute nicht verdeutlichen mit diesen Talkgästen. Lukas Müller, Haiforscher, Freediver, Speaker und Lennart Rostenfeld, Unterwasser, Kameramann. Jemand, der mehr Respekt vor Delfinen hat als vor Haien. Und gemeinsam habt ihr Ocean Collective als Initiatoren ins Leben gerufen. Und jemand, der eigentlich nie abtaucht. Der Jupp ist da, Chef der Ford, das Gesicht der Fortis und immer so schön omnipräsent auf den Fortis-Kanälen. Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Fortis-Talk. Die Verbindung Taucher-Uhr ist so nah und doch so fern. Wie ist es dazu gekommen? Ich war 2019 in einem ganz neuen Kapitel in meinem Leben. Ich habe meine Ausbildung damals abgeschlossen mit einem Studium, vielen Expeditionen, die ich schon während meines Studiums gemacht habe. Und musste mich dann entscheiden, wo geht's hin, was soll ich machen? Und habe mich dann entschieden, in Afrika, in einem Meeresschutzgebiet zu arbeiten und gleichzeitig parallel hier in Deutschland zu versuchen, ein neues Team aufzubauen. Und in dieser Zeit, in der sich sehr viel bewegt hat vor der Pandemie, bekam ich dann plötzlich eine E-Mail in meinem E-Mail-Postfach, die ich auch erstmal länger, glaube ich, gar nicht geöffnet habe. Und da war eine Anfrage vom Andreas von der Fortis, der gesagt hat, hey, wir suchen nach coolen neuen Partnern, sollen wir uns nicht mal hinsetzen? Und dann haben wir uns 150 Meter hier vom Studio getroffen, in der Hotellobby. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass da eine gleiche Philosophie ist, obwohl überhaupt noch gar nicht klar war, wohin die Reise gehen sollte. Und ich war damals selber überhaupt gar kein Uhrenenthusiast. Die Fortis war so die erste Berührung dazu. Aber interessanterweise war ich als Freitaucher natürlich darauf angewiesen, unter Wasser meine Zeit, die begrenzte, wertvolle Zeit, die man da unten hat, gut zu bemessen. Und da hat sich für mich philosophisch so ein bisschen getrennt. Bin ich jetzt der Tauchcomputer-Typ oder der Smartwatch-Typ, der alles digital immer festhält? Und da habe ich damals schon gemerkt, das bin ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich jemand, der unter Wasser seine Sinne walten lässt, im Moment ist. Und da passte die Fortis ganz gut rein. Und jetzt, nach 4 Jahren, können wir zurückgucken, nach 4 turbulenten Jahren, dass wir zu so einer Familie so ein bisschen zusammengekommen sind und diese gemeinsame Philosophie, die sich damals anskizziert hat, bewahrheitet hat und wir jetzt ein sehr, sehr starkes Team sind, ja. Wie ist es für dich, Jupp? Also gerade, wenn man die Jungs auch sieht, bringt ja jedes Mal tolle Geschichten mit. Wir haben ein Vorgespräch geführt und ihr habt beide sehr euphorisch erzählt von euren Unterwassererfahrungen. Du bist ja jemand, der, glaube ich, gar nicht taucht, oder? Ich tauche überhaupt nicht. Also es ist, wenn du zu mir tauchen sagst, dann denke ich an Strand und Strandbar. Das ist da, wo du mich eher finden wirst, aber bestimmt nicht unter Wasser. Ich war einmal in meinem Leben tauchen, da war ich, keine Ahnung, glaube 10 Jahre alt oder so, im Roten Meer in Israel. Ich kann mich erinnern, dass es toll war, aber es hat mich nie gepackt. Das ist nicht meine Welt. Aber wir sind eine Toolwatch-Firma, natürlich machen wir Taucheruhren. Und natürlich ist der Marinemaster mit einer der ältesten Taucheruhren, die es gibt. Es ist absolut logisch, dass du dieses Produkt weiterentwickelst und auch entsprechend Partner brauchst, die dir auch dieses Feedback geben, was sie brauchen und was man noch besser machen kann an der ganzen Uhr. Lenny, du fängst die Faszination der Ozeane über deine Bilder ein. Wie sehr braucht es auch diese Alltagsausflüge, sowas wie jetzt heute auch, dass man in einem Studio sitzt, einen Talk führt, um dann auch wieder diese Vielseitigkeit, diese Faszination auch immer wieder aufs Neue wertzuschätzen? Ja, das braucht es auf jeden Fall. Aus dem Grund raus, wenn wir zusammen auf Expedition sind, dann passiert total viel in ganz kurzer Zeit. Und es passieren Dinge, die für ganz viele Leute halt extrem außergewöhnlich sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Norwegen waren, wo man mit Orcas taucht, wo man eisig kaltes Wasser hat, oder wir sind ein paar Tage später danach auf den Bahamas, komplett, du hast irgendwie 27 Grad Wasserunterschied.
Das macht natürlich was mit einem, aber man hat, wenn man dort vor Ort ist, gar nicht so die Zeit, sich selbst zu reflektieren und auch das mal sacken zu lassen, was dann so eigentlich passiert ist. Weil man halt einfach funktioniert und funktionieren muss. Ne? Das ist, man muss konzentriert sein, man ist in einem Gebiet, in einem Habitat, wo wir eigentlich nicht hingehören. Man muss immer scharf sein, man muss immer dabei sein. Dementsprechend sind so diese emotionalen Eindrücke eher so das Ding, wo man halt sagt, das stellen wir jetzt erstmal hinten an, weil wenn wir die halt zu sehr walten lassen, dann lenkt das irgendwann von der Arbeit ab. Und da es ist aber genauso wichtig, halt diese Emotionen auch im Nachhinein und das, was passiert ist, auch nochmal zu reflektieren, nochmal walten zu lassen, um auch überhaupt mal so zu merken, Alter, was haben wir hier eigentlich gerade erlebt? Also wie besonders war das oder wie gefährlich war das halt auch? Ne? Es gibt ja auch Situationen, die durchaus auch mal kritisch werden können. Und da hat man dann eigentlich nur Zeit für, wenn man zu Hause ist, wenn man ein bisschen Zeit für sich hat und auch mal ein bisschen Abstand davon gewöhnt. Also wir sind viel unterwegs, aber wir haben auch immer mal wieder so Phasen, wo wir mal für 2 Monate zu Hause sind. Und in diesen 2 Monaten fängt das dann an, dass man dann nachts viel träumt und dass man all diese ganzen Sachen, die passiert sind, halt verarbeitet. Also auf Expeditionen machen wir das abends eigentlich regelmäßig, dass wir uns immer hinsetzen und eine Stunde lang da eben einmal noch drüber reden. Wie war der Tag? Was kann man besser machen? Was lief vielleicht noch nicht so ganz sauber? Aber so richtig klicken und auch im Team richtig klicken, tut das eigentlich erst dann, wenn wir zu Hause sind und ein bisschen Abstand hatten und darüber reden. Von daher sind solche Phasen echt wichtig. Lukas, dein Credo ist, es gibt keine gefährlichen Tiere, es gibt nur gefährliche Situationen mit Tieren. Klingt für jemand, der noch nie einem Hai unter Wasser begegnet ist, so ein bisschen, ja, der hat gut reden. Aber wie sehr musst du in deinem Alltag mit den Vorurteilen aufräumen, was Haie angeht oder überhaupt die Räuber der Meere, wenn du am Ende auch über den Schutz des blauen Planeten sprichst? Nonstop. Also egal auf welcher Plattform, auf welcher Bühne, man muss die Realität, die unter Wasser existiert, auf irgendeine Weise transportieren. Das machen wir durch unsere Sprache, das machen wir durch Bilder. Und natürlich ist das vorherrschende Vorurteil gerade der letzten 40, 50 Jahre, eigentlich seit Beginn unseres Eintauchens in die Unterwasserwelt, der de facto erst in den 40er, 50er Jahren durch die Entwicklung von Serientauchgeräten, durch Jacques Cousteau, durch Hans Haß auch wirklich begonnen hat. Seit dieser Zeit müssen wir aufräumen mit dem Vorurteil, dass der Hai eine blutrünstige Killermaschine ist. Denn das ist er nicht. Genauso wie Grizzlybären und auch Löwen in den seltensten Fällen in menschliche Zivilisationen eindringen und dann grundlos oder unprovoziert Menschen töten. Dieses Vorurteil hat unglaublich viel Schaden angerichtet. Früher sind weiße Haie zum Beispiel in den USA gezielt von Trophäenjägern getötet worden unter dem Claim, unter der Ausrede, wir schützen den Strand, indem wir diese Tiere töten. Was wir aber tatsächlich damit machen, ist, wir rauben dem wichtigsten Ökosystem auf diesem Planeten, dem Ozean, der 50% des Sauerstoffs zur Verfügung stellt, den wir atmen, eine ganz wichtige Schlüsselart. Die Haie sind Tiere, die im Ökosystem stabilisieren, die kranken und alten Tiere aus einer Population aussortieren. Und wenn der Hai aus dem Ökosystem, was ja über Millionen von Jahren evolviert ist, rausnehmen, dann kann das sein, dass das ganze Ökosystem kollabiert. Das heißt, das versuchen wir zu transportieren. Ich kann das verstehen, dass Menschen sagen, ich habe Angst vor einem Hai. Weil jedes Raubtier tief in unserer DNA, wir sind koevolviert mit Raubtieren in der Savanne, genauso wie Spinnen, genauso wie Schlangen. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass du schneller eine Furcht vor Schlangen und Spinnen erlernen kannst als vor Autos, selbst wenn du in der Stadt lebst. Das ist tief in uns drin. Das heißt, wir müssen mit diesem Vorurteil kämpfen und da werden wir auch immer mit kämpfen müssen, weil der Ozean ein fremdes Element ist. Jetzt gibt es aber seit einigen Jahren auch ein anderes Vorurteil. Denn seit dem Eintreten mit Social Media und auch mit einer romantisierten Vorstellung der Natur, gerade auch aus Stadtgebieten und aus Gebieten, in denen wir nur noch eine Traumvorstellung von der Natur haben, in der alles schön war, in der alles toll war, das ist so ein bisschen die Disney-Fizierung von unserem Naturbild. In der Zeit ist entstanden, dass wir glauben, dass Haie vielleicht oder ein Teil der Gesellschaft glaubt, dass Haie unsere Freunde sind und dass wir den Kontakt suchen sollen, indem wir sie anfassen, indem wir sie umarmen und küssen und dass Haie nicht gefährlich sind. Und deswegen sage ich, es gibt keine gefährlichen Tiere, es gibt gefährliche Situationen, denn der Hai ist weder noch. Der Hai ist kein
blutrünstiger Killer. Der Hai ist aber auch nicht ein befreundetes Tier, mit dem wir spielen können. Der Hai ist ein Hai, das ist ein Raubtier, was für sich existiert. Und wenn ich dem mit Respekt entgegne, wenn ich mich vorbereite, im richtigen Kontext, in der richtigen Situation vorbereite mit diesem Tiertaucher, dann ist das ungefährlicher, als hier in München in der Innenstadt Auto zu fahren. Und dann kann man da einige der krassesten, wirklich einschneidendsten Momente seines Lebens erleben. Das ist wie auf dem Mond zu laufen, glaube ich. Auf der anderen Seite ist es auch so, und das haben wir jetzt in Ägypten und auch wieder auf den Bahamas gesehen, wenn ich naiv, unvorbereitet und ignorant in die Natur stolper und dann glaube, dass es mir zusteht, in Angesicht eines 700 Kilogramm schweren Raubtiers nicht auf meine Umgebung zu achten, dann wird das von der Natur auch bestraft. Der Doppelstandard ist dann leider, dass wir den Haien das immer anlasten, während wir bei anderen Raubtieren wie Löwen, Bären und Wölfen das eher dem Menschen anlasten und sagen, da gab es eine fehlende Eigenverantwortung. Und deswegen, glaube ich, werden wir immer darüber sprechen müssen. Aber tendenziell würde ich fast sagen, wir haben einen riesen Fortschritt gemacht. Und ich glaube, dass heute der Großteil der Gesellschaft eher ein positives Bild von Haien hat als ein negatives Bild, ja. Wenn es technisch möglich wäre, würden wir wahrscheinlich dieses Gespräch, Jupp, so würde es für die Fortis eigentlich normalerweise aussehen, unter Wasser führen, umgeben von Korallen und von Haien. Ja, schön, ne? Lass uns einen Katamaran machen. Aber an Bord, gell? Ich glaube, man muss ja immer Augenkontakt halten, ne? Das ist immer ganz entscheidend wichtig. Ja. Aber Jupp, euch ist ja schon diese Reise in diese vielen verschiedenen Welten sehr wichtig. Also ihr seid im Weltraum, ihr seid in der Luft, in Form von Loopings über den Schweizer Alpen. Ihr seid unter Wasser mit den beiden. Was lernt ihr von diesen Welten und warum ist euch das am Ende so wichtig? Natürlich willst du zeigen, dass unsere Uhr überall und immer einsetzbar ist. Was ich aber besonders spannend finde jetzt an unserem Projekt ist, dass es nicht dieser Standard ist, ja, such dir irgendeinen Taucher und schnall ihm die Uhr oben und dann machst du ein paar tolle Bilder und dann machen wir tolle Werbung. Sondern es geht eigentlich um die Sache. Er hat einen tieferen Sinn in dem, was er tut. Du tauchst nicht einfach nur, wenn du Spaß dran hast. Natürlich verbindest du Spaß mit Arbeit, aber in Wahrheit muss es auch Sinn ergeben, was du machst. Und dieses Ziel, Umweltschutz, und das ist einfach, wo ich sage, ja, das kann man auch mit gutem Gewissen unterstützen. Das ist nicht nur einfach Marketing, sondern da sage ich, da hast du jetzt wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Du kriegst schöne Bilder, du arbeitest mit super Leuten zusammen, aber gleichzeitig hat es auch eine langfristige Wirkung auf das, wo wir eigentlich hin müssen, Thema Nachhaltigkeit. Von dem Sinn finde ich das eine super Sache. Toolwatch ist das Stichwort, Lenny. Du als Kameramann hast so viele Instrumente, die du gleichermaßen irgendwo im Blick haben musst. Du musst die ganze Ausrüstung mitschleppen, du musst sie anlegen. Während du vor allem dann freitauchst, bist du natürlich, um auch länger unter Wasser zu bleiben, musst du dann doch noch die Flasche auf dem Rücken haben. Also du hast ganz, ganz viel Gewicht auch. Wenn ich jetzt den Marinemaster nehme, inwieweit hilft der dir dann auch unter Wasser weiter oder auch in dem ganzen Timing des Tages? Denn wir reden ja wirklich von sehr, sehr langen Tagen. Ja, also man muss ja dazu sagen, dass so eine Taucheruhr nicht von irgendwo kommt. Früher wurde ja nur damit getaucht. Über die Zeiten der Entwicklung in der Tauchindustrie hat man dann uns irgendwann einen Tauchcomputer geschenkt, sag ich mal, der uns die Zeit anzeigt, der uns die Tiefe anzeigt, der uns unter Umständen sogar den Druck der Flasche noch anzeigt. Also es sind total viele Parameter, die ich da ablesen kann. Aber wenn wir auf die Zeit zurückgucken, die Lukas gerade angesprochen hat, in Zeiten von Gousseau oder Hans Hass noch, da hat man eine Uhr umgehabt, dann hatte man eine Tabelle mit und dann konnte man unter Wasser ausrechnen, wie lange kann ich denn jetzt hier auf dieser Tiefe bleiben, um mein Gas, mein Stickstoff, was sich halt im Blut ansammelt, wieder abzuatmen, um gefahrenlos zu tauchen. Das heißt, dass es schon immer ein Gerät war, was mir eine unheimliche Sicherheit gegeben hat. Wenn ich tauchen gehe, dann habe ich auf der einen Seite meinen Tauchcomputer auch mit um halt mit einem Blick zu sehen, wie tief ich bin. Das könnte ich jetzt auch noch an anderen Instrumenten irgendwie festmachen. Um auch meine Tauchzeit zu sehen. Der errechnet mir dann auch gleich, wie schnell ich aufsteigen kann, auch nicht. Aber ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich hatte das schon, dass die Batterie von dem Ding leer gegangen ist und dann bist du da unten und dann guckst du da drauf und da steht auf einmal nichts mehr. So, das ist natürlich dann eher blöd, weil da reden wir halt schon auch über lebensgefährliche Situationen. Ne? Also wenn man jetzt gerade tief taucht oder lange taucht, dann möchte ich schon ganz gerne wissen oder ungefähr abschätzen können, wie lange war ich denn jetzt in dieser Tiefe, um meine Aufstiegszeit wenigstens einschätzen zu können. Also ich habe jetzt nicht immer noch eine Tabelle mit. Ich habe das damals im Kurs auch gelernt, wie das funktioniert. Wenn ihr mir die jetzt hier hinlegen würdet, ich würde mich ein bisschen schwer tun, aber ich würde es auch irgendwie hinkriegen. Aber deswegen habe ich halt meine Uhr mit dabei, setze mir einmal die Einstiegszeit, wenn ich reingehe und ich
was die Zeit angeht, gucke ich tatsächlich mehr auf die Uhr, weil darauf verlasse ich mich eigentlich eher. Weil solange ich jetzt meine Uhren halt habe, ist die zwischendurch noch nicht einfach irgendwie so ausgestiegen. Und mit dem Tauchcomputer ist mir das schon mal passiert. Deswegen ist es für mich halt noch so ein doppelter Check-up, eine doppelte Sicherheit fürs Gerätetauchen. Und beim Freitauchen ist das so, ich weiß, der Lukas, der kann ohne Probleme 2 Minuten tauchen, aber wenn wir uns jetzt mal hier in die Runde setzen und mal kurz die Luft anhalten, dann fühlen sich 30 Sekunden manchmal schon echt lang an. Und dann denkt man sich so, boah, jetzt muss er aber langsam mal hochkommen, der ist ja bestimmt schon 4 Minuten da unten. Dann guckst du auf die Uhr und sagst, ah nee, es waren doch erst 45 Sekunden. Also auch das ist halt wieder so ein Ding, man hat es immer um, es passt immer gut an Anzug. Und es gibt einem gerade in dem Bereich, wo wir wirklich über Zeiten reden, die wir im Blick behalten müssen, halt eine unheimliche Sicherheit. Und um auf das Thema Sicherheit einmal einzugehen, wieso wurden denn Uhren überhaupt erfunden? Also wieso ist eine Sonnenuhr entwickelt worden? Und zwar nicht in einer Generation, sondern durch Mathematik und astronomische Künste damals über Generationen. Im Herzen dessen steckt menschliche Kollaboration. Ja, Menschen arbeiten im Team. Das ist nicht für eine Person entwickelt worden, sondern es ist entwickelt worden, dass wenn zwei Parteien sagen, dass sie sich zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwo treffen, und da ging es auch teilweise um Leben und Tod, um Kriegsführung, um Landwirtschaft, um Aufgabenteilung, das liegt im Herzen des Funktionierens unserer gesamten Zivilisation. Das spüren wir in unserer Arbeit, weil wir teilweise an der Grenze des Möglichen arbeiten. Ich gebe da mal ein Beispiel. Der Lenny und ich, wir sind zwei unterschiedliche Charaktere und die Art und Weise, wie wir die Realität auf dem Ozean wahrnehmen, die ist subjektiv. Und Subjektivität kann was Tödliches sein in unserem Arbeitsumfeld. Ich bin jemand, der Grenzen austestet. Ich habe ein Suchtgen, was durch meine Familie geht und das erlaubt mir, an eine Grenze zu gehen und manchmal sogar zu sagen, ich traue mich, hier drüber zu gehen. Ob das jetzt ist, dass ich versuche, Makohai in Europa zu finden oder ob ich sage, wenn wir eigentlich schon frieren und die Orcas um uns herum jagen und alle zurück wollen, ich sage, wir bleiben hier und wir drehen das jetzt bis zum bitteren Ende. Das ist eine gute Eigenschaft, aber es kann auch eine gefährliche Eigenschaft werden. So, Lenny ist da ein bisschen anders. Er ist vom Archetypen um einiges sicherheitsbewusster. Und sagt häufig, schon bevor wir diese Grenze erreicht haben, ich glaube, jetzt ist ein Zeitpunkt, wo wir nach Hause fahren, um eben sicherzustellen, dass die Festplatten, die wissenschaftlichen Daten und auch wir als lebende Menschen noch zurückkommen. Die Zeit fungiert als ein neutraler, objektiver Vertrag zwischen uns beiden und hilft uns, dass dieses Einkalibrieren von Grenzen einen Erfolg hat. Um euch da ein Beispiel zu geben. Wenn wir draußen in Spanien sind, an unserem Forschungsort, und wir sind am Tauchplatz und die Sonne geht schon unter, dann sagen wir vorher, und wir stellen das mit der Fortis ein, Smartlock, bumm, Lünette drehen, hier ist der Zeitpunkt, an dem wir zurückfahren. Dann ist das ein Vertrag, den wir untereinander schließen. Wenn ich dann im Wasser bin und plötzlich taucht in der letzten halben Stunde ein Makohai auf, schnellster Hai der Ozeane, super imposantes Tier, ich als Forscher, Tunnelblick, Fotos machen, Proben nehmen, du versuchst alles mitzunehmen, was geht, dann gehen mit mir die Pferde durch. Und dann kann das sein, dass ich in dem Moment den Fehler mache und unter Umständen zu spät sage, wir fahren zurück. Und dann spielt es keine Rolle mehr, wie gut der Skipper ist. In der Dunkelheit zurückfahren, das ist schweinegefährlich, egal wo auf der Welt du bist. Mit einem Motorboot, einem kleinen Motorboot, mit einer Engine im Dunkeln zurückfahren, das möchtest du nicht. Da kann ein Container sein, da kann ein kleines Boot sein, was keine Lichter anhat. Da können einfache Situationen sehr, sehr schnell gefährlich werden. Und was wir gemerkt haben, ist, dass digitale Anzeigen, ob es jetzt der Tauchcomputer ist oder eine Smartwatch von der Haptik her, gerade im Benutzen des Arbeitsalltages, auch vom Gewicht her, nicht den gleichen Bann haben, nicht die gleiche Pflicht in dir hervorrufen, dich an die Zeit zu halten. Und deswegen ist es für uns ganz häufig, dass die Fortis für uns hilft, ein gesundes Maß einzuhalten und ob das jetzt Absprachen zwischen Treffpunkten, Zeiten im Wasser sind, die Subjektivität rausnehmen und uns langfristig erlauben, die Arbeit auch ja, lebendig durchzuführen.
Das sind ja Erfahrungswerte, Jupp. Pures Gold, oder? Für euch? Ja, absolut. Definitiv. Aber ich fand das jetzt brutal spannend, wie du den euch beide beschrieben habt. Weil das ist das, was ich bei uns intern immer sage, was eigentlich ein perfektes Team ausmacht. Ja. Das besteht nicht aus Menschen, die gleichgesinnt sind und auf dem gleichen Level sind, sondern sich gegenseitig mit ihren Stärken und Schwächen ausgleichen. Ja, gerade in der Gemeinschaft funktionieren. Also gerade das ist gerade bei uns im Bereich, ist es ja so, dass man in einer Gesellschaft eigentlich Schwächen nie zugeben darf. Ne? Man muss ja mal der Starke sein, muss der Anführer sein. Und ich habe hier das geschafft und ich kann das und das. Aber innerlich hat man sich sehr schwer damit getan oder hat es vielleicht gerade irgendwie so hingekriegt, aber darf es jetzt bei seinem Geschäftspartner oder Firmenpartner, Kollege nicht so aussehen lassen. Ja. Und das ist auch wiederum bei uns eine ganz gefährliche Sache, weil wir gucken uns morgens ganz tief in die Augen, wie so ein altes Ehepaar, und gucken uns an und fragen, wie geht's dir? So, und wenn ich schlecht geschlafen habe oder ich merke, ich kriege irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen Erkältungssymptome oder sowas, dann muss man das halt sagen. Und dann ist halt auch kein Bild oder keine Situation so wichtig, darüber hinauszugehen. Und gerade wenn wir wieder über das Thema Zeit reden, auch da ist halt irgendwann der Punkt erreicht, wie Lukas gerade beschrieben hat, wo einfach Feierabend ist. Und da muss man dann nicht derjenige sein, ja, ich war jetzt aber 5 Minuten länger als du im Wasser und ich tauche hier im dünneren Anzug und so. Das ist halt, das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Aber andere Frage, wie oft seid ihr voneinander genervt, weil du mal wieder zu lang machst und er wieder irgendwie dich aus dem Wasser ziehen will? Überraschenderweise, und das ist auch eine große Challenge natürlich, weil wir sind beste Freunde. Wir arbeiten sehr, sehr intensiv zusammen. Da ist man teilweise mal 14 Tage, jetzt im Sommer 6 Wochen, 24/7 aufeinander in Hochdrucksituationen. Also wir wissen, wann wir voneinander genervt sind. Wir wissen auch, wie wir den anderen nerven können. Bei mir ist es eher ein subtiler Blick, bei ihm ist es manchmal schon eine laute Meinung, das schätze ich auch. Aber ich bin überrascht, wie gut das über die letzten 2-3 Jahre funktioniert hat. Und ich glaube, das liegt auch daran, auch das, was uns alle vielleicht ein bisschen verbindet, wenn die Wertebasis und das Ziel ein gleiches ist, dann kann man alles andere durch Kommunikation lösen. Ja, das führt wirklich nur zu Friktion. Wenn ich jetzt sagen würde, ich scheiße auf Safety, ist mir egal, Menschenleben sind mir egal, Teamgesundheit ist mir egal. Da haben wir eine gleiche Wertebasis, wir sind da nur so ein bisschen, ne, bewegen uns manchmal ein bisschen auseinander und dann wieder zusammen. Richtig geknallt hat es Gott sei Dank noch nicht. Also wir hatten schon öfters mal Meinungsverschiedenheiten, so das auf jeden Fall. Weil das Ding ist, das, was Lukas ja gerade auch gesagt hat, wir sind vom Typ her einfach in gewissen Punkten sehr unterschiedlich und in anderen Punkten sehr, sehr gleich. Zum Beispiel ein Punkt, wo wir gleich sind, ist halt so dieses Bestreben nach Perfektion. Also wenn wir unter Wasser sind, dann versuchen wir das halt so hinzukriegen, das Bild darf nicht wackeln, das muss knackescharf sein, das muss richtig geframed sein, da muss viel passen. Und Lukas hat, also gerade wenn wir in der Kombination tauchen, also wir tauchen ja auch ab und zu zusammen Apnoe, aber manchmal halt auch, dass ich mit Gerät tauche und Lukas auf Apnoe, dann muss man einen sogenannten Breathe-Up an der Oberfläche machen. Das heißt, Lukas muss sich kurz regenerieren, wieder Luft anhalten und dann wieder abtauchen. Und das kann, manchmal dauert das nur 30 Sekunden. Wenn wir halt zackig arbeiten müssen, dann funktioniert das. Aber manchmal dauert das halt auch mal 2-3 Minuten. Und in der Zeit bin ich ja unten quasi für mich alleine und habe die Tiere ja meistens auch noch um mich drumherum. Und da erinnere ich mich an die Bahamas, da hatten wir mal einen Dreh zusammen. Und es waren perfekte Konditionen, es waren tolle Tiere, es war alles super. Und ich habe mich dann halt so ein bisschen da drin verloren, halt schöne Bilder von den Tieren zu machen. Der Auftrag war aber, halt schöne Bilder von Mensch und Tier zu machen und nicht nur von dem einen. Und dann verliere ich mich ab und zu halt so in dem einen Weg, dass ich halt sage, oh, und da ist der Hai und da schwimme ich jetzt hinterher. Und das war so eine Situation, da erinnere ich mich noch dran, da saßen wir, glaube ich, nachts um 12 zusammen auf dem Boot und da haben wir uns dann mal ganz... Ja. Wieder mal tief in die Augen geschaut. Hab ich dir erzählt, dass während du da unten, weil ich sehe das von oben aus meiner Perspektive und ne, 10 Minuten voll, klare Absprache. So, jetzt machen wir hier eine Freediving-Session, Tier und Mensch. Lenny, du positionierst dich da, Handzeichen. Und irgendwann sehe ich, wie Kollege, oh, geiles Licht. Oh, schön, da ist ein Feuerfisch und da ist das Riff und bewegt sich so langsam weg. Habe ich dir erzählt, dass ich damals da oben geschrien habe? Das habe ich nicht gehört. Ich habe geschrien, aber nichts von mitgekriegt. Lenny, komm zurück! Ich erinnere mich nur an den Moment, wo du dann einmal runtergetaucht bist und mir einfach so auf den Kopf getippt hast und so gesagt hast, so, Digga, Focus. Ne? Also jetzt hier nicht mehr irgendwie, wir müssen hier was machen. Also, das ist ja Marina Maas aber auch so eine Funkfunktion. Ja, so, ja, das ist so ein kleiner Elektroschock, das wäre super. Genau. Das ist ab und zu mal so. Aber du siehst, das ist eigentlich der Hauptpunkt, ein gutes Team
Bist du dann, oder ich sag mal, gute Freunde, bist du dann, wenn du auch miteinander streiten kannst, ja, ohne dass alles auseinanderbricht? Ja. Streit würde ich es nicht nennen. Nein, nicht streiten, aber es war zumindest mal anderer. Jeder hat ja eine Meinung und ganz versucht genau. Das ist eine ganz klare Meinung, die mal ausgetauscht werden musste. Und das ist halt manchmal dann halt auch blöd. Und das ist auch für den Abend dann ein blödes Bauchgefühl, wenn man ja so sagt, ey, wir wollen ja eigentlich zusammenarbeiten, wir wollen es gut machen. Und wir merken, dass wir irgendwie gerade aus, wenn wir nicht konzentriert sind oder nicht jetzt auf den falschen Weg irgendwie kommen, dass wir da auseinanderlaufen. Aber genauso finden wir durch solche Gespräche und solche Absprachen, die wir halt machen, dann halt auch wieder zusammen. Und ich glaube, das ist bei uns beiden halt auch so ein bisschen so das, das Geheimrezept, sag ich mal, dass wir uns halt wirklich, dass wir, ja, dass wir ehrlich miteinander reden können. So. Jetzt haben wir viel gelernt über euch zwei als Team, über das Thema Sicherheit vor allem, wenn wir mal über das Zeitfenster sprechen. Also ich glaube, ganz viele Menschen da draußen denken, okay, ihr springt ins Wasser und ihr seid sofort bei Findet Nemo angekommen. Aber der ganze Aufwand, der betrieben werden muss, das Herausfinden, ist heute das richtige Wetter dafür, die Ausrüstung, die man präparieren muss. Wie steht das so im Verhältnis zu den wirklich schönen Momenten, die ihr dann unter Wasser habt? Also im Idealfall, wenn man genug Ressourcen hat für seine Projekte, wenn man eine entsprechende Vorlaufzeit hat, dann würde ich sagen, geht die dreifache Zeit in die Organisation und dann hat man einen Teil dann im Wasser. Die letzten 4 Jahre waren aber anders. Die letzten 4 Jahre habe ich vor allen Dingen im Schnitt mehr als 150 Tage im Jahr auf See verbracht. Und das geht dann schon irgendwann auf die Substanz. Das geht auch irgendwann auf die Organisation. Und dann versuchst du fehlende Ressourcen, gerade bei uns im Naturschutz und auch im Naturfilm, da werden wir gleich sicherlich nochmal drüber sprechen, die Veränderung durch Fernsehen, die Veränderung von NGOs und sowas. Diese Landschaft ändert sich genauso wie die Uhrenlandschaft mittlerweile gefühlt radikal schnell. Wenn da die Ressourcen fehlen, dann musst du das natürlich anders wegmachen. Durch mehr Arbeit, durch mehr Zeit auf dem Wasser, das geht an die körperliche Substanz. Das war ein sehr schmaler Grat, das die letzten Jahre zusammen zu gehen. Und wir haben uns entschieden, das Ocean Collective zu gründen als eine Expeditionsagentur, eben weil ich 2019 gesehen habe, hey, für Meeresbiologen ist es super schwierig in Deutschland. Für Meeresschützer ist es schwierig, für Naturfilmer ist es schwierig, das zu machen. Wie können wir uns genauso aufstellen, wie Athleten das machen? Die haben eine Off-Season. Ja, da wird 4, 5, 6 Monate trainiert, die bereiten sich vor. Und dann hat man entsprechend ein Ziel, eine klar ausdefinierte Mission, um dann auf eine Expedition zu fahren, eine seltene Art zu studieren oder zu dokumentieren für ein Medienformat. Und da haben wir zusammen viel dran gearbeitet und in den letzten Jahren dann eine Infrastruktur aufgestellt, um uns eben die Freiheiten zu geben, hochqualitative Arbeit zu machen. Weil was ich immer an Lenny geschätzt habe, als wir uns 2019 kennengelernt haben, ich habe gesehen, er hat ein Riesentalent, er hat ein super gutes Auge für hochqualitative Bilder. Und was ich immer am meisten schätze an jeder Person, ob das jetzt ein Jazzmusiker ist, jemand, der Ballett tanzt, jemand, der sich mit Uhrenmacher bis hin zum Taucher, wenn jemand den höchsten Anspruch an seine Arbeit hat. Und das ist bei uns, glaube ich, bei mir das Thema Freediving mit Haien und seltene Arten finden. Und bei Lenny diese Bildkomposition, ich einen Riesenrespekt vor. Und dann musst du dich irgendwann fragen, wie kannst du diese Figur am besten ins Spiel bringen? Ja, was braucht die? Und da haben wir beide gemerkt, wir müssen irgendwie, über 4 Jahre haben wir es jetzt Gott sei Dank geschafft, eine Infrastruktur schaffen, die uns erlaubt, unsere Talente am besten ins Spiel zu bringen. Und da haben wir auch viel von Jupp und dem Weg der Fortis gelernt, weil man natürlich in seinem Umfeld sich umguckt, wie machen andere das? Und gehe ich jetzt den konventionellen Weg oder muss ich vielleicht mutig sein, auf meinen eigenen Kompass zu hören und einen neuen Weg zu gehen, weil die anderen Sachen nicht funktionieren? Es war eine sehr harte, bewegte Zeit, die letzten 4 Jahre, gerade auch für uns beide. Gerade in der Tauchbranche. Also Tauchbranche ist sehr eingefahren. Es ist wirklich, es gibt klare Regeln, was man machen darf, was man nicht machen darf. Es gibt ganz klare Sachen, wie das auszusehen hat, wenn man jetzt die klassische Tauchreise anguckt. Und das jetzt mit dem Vergleich, was wir jetzt machen, das geht so auseinander. Also wir haben, meine Mutter kommt selber auch aus der Tauchindustrie, die guckt mich manchmal an und sagt so, ey, seid ihr sicher, dass ihr das so machen wollt? Und wir haben das damals anders gemacht. Und es ist halt jetzt einfach eine neue Generation. Wir haben unseren Weg mittlerweile gefunden und arbeiten so ganz gut zusammen, sind auch, würde ich sagen, so ganz erfolgreich geworden. Und warum dann nicht auch einfach mal einen neuen Weg ausprobieren, wenn das ja auch gut ankommt? Das ist auch das, was ich an Ihnen so schätze. Sie haben halt verstanden, dass die Welt sich geändert hat und dass man nicht in alten Fahrwassern versucht, es so zu machen wie die Vorgänger, sondern
Ja, du musst dich halt auch anpassen. Ja, du kannst, und du musst schon zeitgemäß. Mhm. Ja? Und dass du nicht einfach hier wie früher, am liebsten hätten sie alle nur gerne viel Geld und würden ihrer Forschung nachgehen und am Schluss niemand mitteilen. Hauptsache, sie haben irgendwo ihre Arbeit gemacht, aber ihr habt es ja begriffen, dass das Ganze ein großes Ganzes gibt. Ja. So, und dieses große Ganze muss man nach außen tragen. Ja, ne? Ja, genau. Von dem sehe ich das super. Und bei Ocean Collective, wenn ich es richtig verstanden habe, kann ja auch jeder mitmachen. Also es muss ja nicht zwingend jemand sein, der schon viel getaucht ist oder der eine Kamera bedienen kann, sondern es kann am Ende auch jemand sein, der einfach nur anpackt. Mhm. Die Evolution war so ein bisschen, das ist, also sehr, sehr kürzlich hat das erst angefangen, dass wir unter Wasser tauchen. Und vor allen Dingen das Tauchen mit Haien war, ich würde mal sagen, für normalen Menschen aus Zentraleuropa bis in die 90er Jahre fast unmöglich. Es gab da einige Pioniere, du musstest einen kennen, der einen kennt, der einen kennt. Und der hat auf den Bahamas zum Jim gesagt, ich kenne den Ralf, für den bürge ich, leg meine Hand ins Feuer. Und wenn der sich daneben benommen hat, dann ist da die nächsten 5 Jahre kein Deutscher hingekommen. Und um die 2000er herum, da ist es gekippt, da ist das Ganze dann kommerziell etabliert worden. Da gab es dann das Käfigtauchen, das erste Tauchen auf den Bahamas. Und 2011 ist das Ganze schon so groß gewesen als eine Industrie, weil diese Tiere einfach, die haben so ein Charisma, die haben so einen Pull. Genauso wie die Löwen und die Großtiere der Savanne, dass Millionen von Menschen bis jetzt schon mit Haien getaucht sind und das auch kommerziell nutzen können. Gleichzeitig ist es so, dass in der Forschung sich viel verändert hat, in der Meeresforschung. Du hattest früher gut bezahlte, geförderte Projekte, um Haie akademisch zu studieren. Aber über die letzten Jahre sind die Gelder immer dünner geworden, immer schwieriger geworden, jetzt gerade. Ne? Nahostkonflikt, Pandemie, Energiekrise, auch die spendenbasierten Projekte. Auch da ist es nicht mehr so einfach für Forscher zu sagen, ich mache jetzt einfach mal Grundlagenforschung und fahre irgendwo hin. Und da mussten wir uns fragen, wie können wir unsere Forschungsprojekte durchsetzen? Wie können wir Medienprojekte, das ist die andere Sache, Fernsehen? Ja, die Sender haben immer weniger Geld, immer weniger Geld. Früher hast du für eine Naturdoku teilweise 100, 200.000 bekommen, konnte es für 2, 3 Monate Film gehen. Wir arbeiten jetzt mit einem Viertel dessen, ja, und müssen die gleiche, wenn nicht sogar noch mehr Qualität liefern. Und dann mussten wir uns fragen, wie können wir diese verschiedenen Projekte zusammenführen. Und ich habe als Freediving Instructor vor vielen Jahren von einigen der besten Freitaucher der Welt lernen dürfen. Das hat 5, 6, 7 Jahre gedauert, um zu lernen, wie tauche ich mit einem weißen Hai, wie tauche ich mit einem Tigerhai, wie tauche ich mit einem Makohai. Und dann habe ich gelernt, Leuten das beizubringen. Und genauso wie beim Skateboarding, vielleicht auch wie bei der Uhrenmacherei, es gibt immer dann, wenn was populär wird, so eine ganz steile Lernkurve von Generation zu Generation, die Lernkurve rasant schnell wird. Also ich bin früher mal so ein bisschen Hobby geskatet, ja, sehr schlecht, war überhaupt gar nicht talentiert, habe mich ständig hingelegt. Und ich weiß, das hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich einen Kickflip gut drauf hatte und einigermaßen in der Halfpipe überleben konnte. Wenn du heute mal auf den Skatepark gehst, mal vor 2 Wochen, also oder letzte Woche war ich unten in Spanien, wo viele Kids am Skaten sind. Wenn du in den ersten paar Monaten nicht schon einen Kickflip drauf hast, wenn du 12 Jahre alt bist, ja, dann hast du eigentlich nichts drauf. Ja? Und so ist das jetzt beim Freitauchen auch. Wir glauben oder wir wissen jetzt, das haben wir gemacht, wir haben über die letzten 3 Jahre Menschen von Anfängern im Apnoe-Tauchen, im Tauchen mit einem Atemzug, so ausgebildet, dass die 15, 20 Meter tief in Höhlen tauchen können, kompetent wieder raustauchen, sich gegenseitig sichern im Fluss, im See, im Ozean. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Und zwar sagen wir, anstatt dass ihr eine Pauschalreise macht, wo ihr passiv behandelt werdet wie so ein Safari-Tourist, ihr werdet ins Wasser gesetzt, guckt euch passiv einen Hai an, dürft ein Foto machen, habt wenig gelernt, habt unglaublich viel Ressourcen aufgewendet für dieses sehr, ich sag's mal, egoistische und nicht spirituelle Erlebnis. Für manche ist es spirituell, aber ich glaube, dass da ein Riesenunterschied ist zwischen dem, was wir da machen. Wir sagen, wie können wir die Menschen aktiv einbinden und denen ihre Autonomie nicht absprechen und sagen, die können doch auch was. Die können freitauchen, die können lernen, mit Haien zu tauchen. Und ich kann aus ganz normalen Bürgern auch irgendwo Meeresbiologen machen. Und deswegen machen wir diese Citizen Science Expeditions, meeresbiologische Expeditionen, wo Leute vorher bei uns freitauchen lernen. Dann fahren die mit uns nach Frankreich, die fahren mit uns nach Spanien. Und wir hatten jetzt 32 Leute mit dabei dieses Jahr, die mit Blauhaien getaucht sind, die mit Makohaien getaucht sind, die wissenschaftliche Daten mitgesammelt haben. Und das Coole ist, deren Reise ermöglicht
uns, unsere Vereine und Forschungsprojekte massiv finanziell zu entlasten. Und gleichzeitig fahren die am Ende nach Hause nicht als ein passiver Tourist, sondern die können sagen, ich habe geforscht, ich war bei einer Mission dabei und das mit Leuten, die die gleichen gemeinsamen Werte vertreten. Das hört sich verrückt an. Wir kriegen auch von vielen Leuten Kritik und Gegenwind dafür, weil das halt neu ist. Kriegst du immer, wenn du was Neues machst, was gut ist. Ja, und da gibt es halt Parallelen zu dem, was, wenn wir auf der Watchtime in Düsseldorf sind zum Beispiel, ne, das sind ähnliche Gespräche und auch Kritik, die Jupp gekriegt hat. Würde mich interessieren, wie war das? Also wie gehst du mit so einer Kritik um, wenn Leute dir sagen, das, was du mit der Fortis machst, das klappt nicht, das wird nicht klappen? Das geht da rein, da raus. Nee, du nimmst dir immer alles zu Herzen, wahrscheinlich manchmal zu sehr. Aber ich bin noch ein Sturkopf. Ich ziehe es halt dann trotzdem durch. Es ist erschreckend, also, wie viele Parallelen da sind. Ja. Nein, es ist logisch, du musst jedem zuhören, aber jetzt habe ich 5 Jahre mehr Erfahrung und jetzt weiß ich schon auch, dass es einfach ganz viele Dampfplauderer da draußen gibt, die jedes Mal, sobald du etwas machst, wo man merkt, das ist erfolgreich, kommen die Neider und dann versuchen sie, dich klein zu machen und zu kritisieren und das möglichst laut. Und je lauter einer ist, desto weniger hat er zum Sagen, also hör ihm gar nicht zu. Du musst dann den stillen Leuten zuhören, das ist weitaus wichtiger. Aber kann man sagen, dass zwischen euren Welten, also der Unterwasserwelt und der Uhrenwelt, dass Parallelen da sind? Weil ich glaube ja, wenn Leute sich nicht dafür interessieren oder wenn sie wenig Wissen darüber haben. Also bei Uhren kann man das genauso ansetzen wie bei Korallenriffen oder bei verschiedenen Haiarten, dass man es eben am Ende gut erzählen muss, um auch die Leute so ein bisschen in diesen Bann auch zu ziehen. Ist das so? Ich denke schon. Ich glaube, das ist das, was sie verstanden haben. Dass am Schluss musst du die ganze Geschichte vermarkten und du musst Interesse wecken. Weil wie gesagt, wenn die Welt kein Interesse hat an Naturschutz, dann wird auch nichts passieren. Also du musst die Köpfe ändern. Und wenn du sagst, du hast die 32 Leute mitgenommen, deren Köpfe du garantiert verändert hast, dann hat das ja auch eine Art Dominoeffekt. Die werden ja von ihren Freunden erzählen etc. Und dann geht das raus. Ja, es ist vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist wenigstens ein Tropfen als gar nichts. Ja. So, von dem Sinn ist das die richtige Art und Weise, wenn man damit schafft, Aufmerksamkeit zu generieren und Interesse für dieses Projekt, naja, dann wird sich es auch irgendwann finanzieren. Und ich glaube, die größte Parallele, die ich bis jetzt gesehen habe, ist der Mut zu Langfristigkeit. Ja. Also 2019, als wir uns connected haben, habe ich damals gesagt, alle neuen Partner, mit denen ich ab jetzt arbeite, möchte ich für mindestens 5 Jahre haben. Das war mein absolutes Minimum. Und mit dem gleichen Anspruch ist auch Jupp und Andreas und das ganze Team rangegangen. Und wir sehen heute in unserer Aufmerksamkeitsspanne durch Inflation, durch wie unser System von Anreizen her geprägt ist, dass sich alles verkürzt. Der Konsum wird verkürzt, Partnerschaften werden verkürzt. Irgendwann wird alles nur noch transaktionell. Und das ist ein Riesenaufwand. Und das tut auch manchmal weh, dann langfristig zu denken und zu sagen, man investiert ineinander, auch wenn es manchmal nicht vielleicht ganz so gut läuft. Das war bei uns so, das ist in allen Partnerschaften so. Aber wenn es am Ende dann fluppt und da steht am Ende dann ein festes Fundament, dann profitiert man halt ganz lange davon. Und wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, gerade auch im Naturschutz, auch da sehen wir, dass die Zeitspannen sich verkürzen. Ja, ganz viele Nachhaltigkeitsprojekte sind Greenwashing-Projekte. Das hängt dann von einem Sustainability Manager ab, der für 2 Jahre da ist und dann wird er ersetzt. Und die Projekte sind auch nur für 2, 3, 4 Jahre angelegt. Und wenn wir über echte Nachhaltigkeit sprechen, dann muss man auch sprechen, ne, kann man ein Unternehmen und auch ein Team und Kapazitäten für 5 Jahre anlegen, für 10, für 15 und 20. Und da muss ich sagen, wir sind individuell, ihr mit der Fortis, wir mit Ocean Collective, wir sind noch einen Tacken kleiner und frischer, wir wollen das jetzt auch nicht größer darstellen, als es ist. Das hat 4, 5 Jahre gedauert und jetzt ist das Tolle, dass man nicht sagt so, okay, wir sind an dem gleichen Punkt, sondern jetzt sieht man langsam am Horizont die nächsten Ziele und die sind größer. Und man merkt, man hat da ein Team, Kapazitäten und auch Lektionen gezogen, die einem erlauben, darüber nachzudenken, okay, die sind greifbar. Das sind keine Ziele, über die wir vorher nachdenken konnten, sondern die sind greifbar, weil da ist jetzt Fundament. Und das ist für mich eine der inspirierendsten auch Parallelen und Observierungen, die ich machen durfte durch die Arbeit mit Fortis. Wir können noch eine Brücke schlagen. Bei euch sagt man so schön, jeder Kratzer auf der Uhr hat eine Geschichte. Ich glaube, Lenny, unter Wasser hat jede Begegnung auch ihre eigene Geschichte.
Ich war ganz erstaunt, ich habe es in der Moderation kurz angerissen. Du hast mal in einem Podcast gesagt, also deine wirklich krasseste Begegnung hattest du nicht mit einem Hai, sondern mit einem Delfin. Hat mich erstmal überrascht. Ja, also du, es sind halt genauso Raubtiere wie Haie auch. Also das ist halt immer, Delfine haben, ich sag mal so, Delfine haben einfach ein besseres Image. Aber vom Ding her nehmen die sich am Ende nicht viel. Die fressen beide Fisch, die gehen beide jagen, die haben, Delfine sind noch ein bisschen sozialer, haben mehr Familienclans und sind, würde ich sagen, Lukas, korrigier mich, aber auch noch einen Ticken intelligenter, glaube ich, als Haie. Und das ist halt so bei uns im Ozean halt so manchmal Fluch und Segen. Manchmal haben wir echt Schwein, dass Tiere super intelligent sind und halt wissen so, ach Mensch, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die lassen wir mal in Ruhe. Und manchmal ist es halt aber auch dann halt so, dass wenn du in Familienbände versuchst einzutreten, bewusst oder unbewusst, dann sind die so intelligent, dass sie halt sagen, ich passe auf meine Familie halt auf. Und Delfine zum Beispiel, die haben sogenannte Policemans in ihren Clans oder in ihren Familien. Und das sind halt meistens Männchen, die halt auf ihre Familie aufpassen. So. Und wenn Kollege Schnürschuh dann ins Wasser fällt und blöderweise genau auf so einen Delfinpott halt drauf fällt und die gerade unterwegs sind und halt von A nach B wollen und vielleicht noch im Hintergrund irgendwo ein bisschen was zu fressen lauert, dann ist es, glaube ich, nur logisch, dass wenn jetzt hier irgendjemand reinplatzen würde, dass einer aus der Runde aufstehen würde und sagen würde, ey, sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Du kannst wenigstens mal anklopfen. Und genauso war das halt auch. Nur Delfine können das halt nicht einfach sagen, sondern die zeigen das dann halt. Und da war das so, ich bin 2020 auf dem Azoren gewesen, genau in so eine Situation gekommen. Wir haben Baitboards gedreht, also das sind sogenannte Fischbälle, Fressbälle, wo andere Fische reinkommen oder andere Lebewesen reinkommen und das halt fressen. Und diese Delfine haben halt viel Arbeit da reingetan, sich halt diesen Baitboy an die Oberfläche zu kriegen und sich dann den Bauch voll zu hauen. Ich war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, bin da reingefallen und dann hat mir der Policeman halt gesagt so, ey, bis hierhin und nicht weiter. Und das machen die dann halt, indem die dann mit Vollspeed aus ihrer Gruppe rausbrechen, ihr Maul aufreißen und auf dich zuschwimmen. Und das, die bremsen dann so, also gefühlt war er hier, ich glaube, es war dann doch tatsächlich noch irgendwie so einen Meter vor mir entfernt. Aber wenn dann so ein 3 Meter Delfin mit 250 Kilo oder wie viel die halt haben mit Topspeed und die sind schnell mit aufgerissenem Maul auf dich zukommt, da denkst du dann auch so, erstmal in welchem Film bin ich denn hier gerade? Du bist doch eigentlich ein ganz netter, du bist doch Flipper, du tust mir doch nichts, du bist doch mein Freund. Der zeigt dir dann halt aber ganz klar, dass er nicht dein Freund ist und dass das die Grenze ist, bis wo man halt hingehen darf und wo halt Feierabend ist. Und das war so eine Situation, die mir mal wieder gezeigt hat, es ist nicht dein Zuhause, es ist nicht dein Lebensraum. Du darfst hier sein, du darfst dir das anschauen. Und man muss halt die Regeln von gewissen Tieren und Familien halt einfach genau wie in unserer normalen Gesellschaft, wir, die hier Überwasser haben, halt respektieren. Und wenn das halt nicht passiert und man das nicht macht, dann kann das schief gehen. Oder man kriegt halt klare Warnsignale. Und das war definitiv so ein, du hältst jetzt hier an und kommst nicht näher Signal. Ja. Lukas, wie sehen bei einem weißen Hai so die Red Flags aus? Das erste Mal, dass ich mit einem weißen Hai getaucht bin, bevor ich eine Red Flag sehen konnte, war mein ganzer Körper schon paralysiert. Ja, also es herrscht manchmal so ein bisschen dieser Eindruck, dass wir oder Unterwasserkameraleute oder auch Forscher immer cool sind und immer wissen, was die Tiere machen. Das stimmt nicht. Ne, also gerade wenn man anfängt, am Anfang gerät man auch mal in Situationen, wo man merkt, ich bin dem hier überhaupt gar nicht gewachsen, ich bin falsch hier. Ich habe mir hier was zugemutet, da bin ich in der Hierarchie derjenigen, die wirkliche Experten sind, noch gar nicht. Und das erste Mal 2012, da war ich mit William Winram und Frederick Boyle, das waren die, oder sind meiner Meinung nach die besten Freitaucher der Welt, in Guadalupe, auf einer Insel in Mexiko, wo weiße Haie, die Größen annehmen wie in Film, also 6 Meter Länge, 2 Tonnen schwer, 60 km/h Topspeed. Ja, wenn der dich erwischt, das ist genauso, als ob so ein PKW mit Zähnen mit 120 Sachen in dich reinfährt, weil du unter Wasser natürlich mehr Resistenz hast. Wenn der dich trifft, dann fliegst du nicht durch Luft, sondern hast Wasserresistenz hinter dir. Und ich hatte mir damals ausgemalt, das wird jetzt total cool, du hast alle Dokus gesehen, Freitauchkurs gemacht, jetzt fährst du mit den beiden Besten der Welt. Und ich weiß noch, wie ich damals außerhalb des Käfigs war und ich war absolut paralysiert. Ich habe Tunnelblick gehabt, mein Herz hat geschlagen, ich hatte einen trockenen Mund, Adrenalin pur. Ich hatte noch gar nicht die Zeit, überhaupt Red Flags zu sehen, so imposant ist dieses Tier, weil
dass der Unterschied von weißen Haien zu allen anderen, das ist der Grund, wieso es die meisten Unfälle oder Bisse von Haien auf Menschen von dem weißen Hai gibt. Weiße Haie jagen Thunfische, ne, teilweise tote Wale und andere Tiere rochen. Aber ab einer gewissen Größe konzentrieren sie sich ausschließlich auf Säugetiere. Und die weißen Haie in Guadeloupe, genauso wie weiße Haie unten in Südafrika, jagen Robben und Seeelefanten. Das heißt, dieses Tier ist so intelligent, dass es auf 20, 30 Meter Distanz, ne, du bist oben im Wasser und dann schwimmt unter dir, so am Rande der Sicht, 20, 30 Meter entfernt, ein busgroßes Tier lang. Aber du siehst nur so einen Schatten. Und für eine halbe Stunde guckst du dich um. Wir müssen die ganze Zeit Schulterblick machen, machen auch wir bei der Arbeit. Sieht manchmal komisch aus, wenn wir beim Haitauchen waren, dann sitzt in einem Café in Deutschland, dann sitze ich da mit meiner Freundin, bin die ganze Zeit am Gucken und ja, beobachte das ganze Café. Ist irgendwann drin. Ist er wieder. Sieht aus wie so ein Spion, der die ganze Zeit denkt. Verfolgt mich, ja. Genau. Und dieses Tier beobachtet dich für eine halbe Stunde und dann irgendwann, 2014 war ich dann mit William und Fred wieder an der Insel, habe 2 Jahre lang trainiert. Und da habe ich dann angefangen, diese Muster langsam lesen zu können. Und irgendwann bin ich ein bisschen unaufmerksam geworden und habe den Kopf aus dem Wasser gesteckt, um vorzuschlagen, hey Jungs, lass uns doch mal. Und in dem Moment höre ich schon das Warnsignal von Fred. Dieses große Weibchen, 6 Meter groß, Gianna, hatte verstanden, dass ich meinen Kopf aus dem Wasser gesteckt hatte, nach da geguckt hatte, hier ein Blindspot war, ein toter Winkel, hatte sich gedreht und kam jetzt genau daraus. Das heißt, aufgrund der elektromagnetischen Felder und der Sicht und des Hörens kann es die dreidimensionale Raumorientierung meines Kopfes verstehen. Das ist äußerst intelligent. Das heißt, im Grunde genommen, um mit so großen Raubtieren zu tauchen, bedarf es gar nicht ein spezifisches Wissen, was sind die Red Flags, was muss ich machen, wenn, sondern du brauchst Grundfertigkeiten. Zum Beispiel, wenn du einem Formel-1-Rennfahrer sagen würdest, du musst jetzt in der Situation den Boxenstopp so und so machen und in der Kurve musst du so und so viel fahren, das bringt niemandem was. Ja, das ist vielleicht bei Top of the Crop, wenn die Grundtalente schon ausgebildet sind, der Fall. Was mir wichtig ist und was ich auch versuche beizubringen, was wir als Team erarbeitet haben, ist dreidimensionale Raumorientierung. Ja, die gesamte Zeit dreidimensional wissen, was wo ist, auf verschiedenen Ebenen Aufmerksamkeit zu haben. Ja, zum Beispiel, du musst genau wissen, was passiert jetzt gerade hier um mich herum. Hier ist mein Taucher, da ist mein Kameramann, da hinten ist der Forscher, da ist der Hai. Ja, dann muss ich aber auch verstehen, wo sind die 6 anderen Haie, wo ist das Boot. Dann muss ich aber auch eine Zeitwahrnehmung haben und wissen, okay, wir haben noch 1,5 Stunden und dann muss ich meinen Tauchplan, während ich über diese Sachen nachdenke, anfangen zu planen, darüber nachdenken, geht's Lenny gerade gut, hat der gerade einen Krampf. Ja? Das heißt, es geht nicht darum zu wissen, was sind die konkreten Red Flags, sondern eher, habe ich die Grundfertigkeiten aufgebaut, in dieser natürlichen Umgebung ein ebenbürtiger Gegenplayer zu diesem Tier zu sein. Sollte man dann Fehler machen, ja, dann ist natürlich, wenn ein weißer Hai direkt auf dich zuschwimmt, ja, das ist schon Neugierde. Wenn du nicht vor dem Tier wegschwimmst, du hältst Augenkontakt, ja, und weißt, wo das Tier ist, dann signalisierst du dem Tier, ich habe dich gesehen. Ich habe keine Angst vor dich, ich bin kein Beutetier. Und dadurch, dass du als Affe, als Monkey diesem Tier erstmal fremd bist, nimmt er dich nicht sofort als ein Beutetier wahr. Wenn der dann aber Kreise zieht, wenn der dann immer näher kommt und abdreht, dann merkst du irgendwann, okay, das könnte kritisch werden. Manchmal drücken weiße Haie ihre Flossen nach unten, ja, so ein Signal, die Brustflossen werden so nach unten gedrückt. Das zeigt dann, oder wenn sie parallel zu dir schwimmen, sie versuchen dich zu testen und signalisieren dir, du sollst hier weggehen, weil sie jetzt Dominanzverhalten zeigen. Und dann solltest du aus dem Wasser gehen. Und ich betone hier nochmal, ich bin mit weißen Haien außerhalb des Käfigs getaucht, mit den besten Freitauchern der Welt. Ich würde heute sagen, heute fühle ich mich nach 10, 13 Jahren ready, das eigenständig zu machen und auch vielleicht die Jungs in den richtigen Bedingungen anzuleiten. Aber selbst dann ist das eine sehr herausfordernde Sache und ich bin immer der Meinung, als Normalo, da kann man tauchen mit Riffhaien, man kann tauchen mit Walen, es gibt so viele Haiarten. Wir sehen im Kletterbereich, im Mount Everest, was passiert, wenn Normalos sich zu viel zutrauen. Ja, da müssen jetzt regelmäßig Teams von Sherpas hochgehen, um Leichen zu bergen. Ich empfehle das Tauchen mit weißen Haien nicht jedem.
und auch nur Leuten, die wirklich wissen, was sie machen, in guter Begleitung. Ich glaube, dann sollten wir uns das vielleicht noch mal überlegen, oder? Ich hab's nicht vor. Du guckst dich das aus dem Käfig an. Ne? Ich hoffe, aber man merkt ja schon, das ist ja eine wirklich krasse Komplexität. Also die Sinne, die man wahrnehmen muss, die Reize, die ausgestrahlt werden, dann in deinem Fall vor allem dann die Technik, die du noch im Blick behalten musst. Wann kommt denn dann dieser Moment, wo ich das irgendwie dann auch ausblende und genieße? Weil ich bin ja immer noch unter Wasser und sehe dann im besten Falle eine Welt, die ich in der Form noch nie gesehen habe. Nicht oft. Bei mir jedenfalls. Es ist genau das, was du halt gerade sagst. Wenn du unter Wasser bist, dann habe ich meine Kamera vor der Nase, dann habe ich meinen kleinen Screen. Dann gehen mir 1000 Sachen irgendwie durch den Kopf. Taucht Lukas jetzt richtig? Macht er das so, wie ich das will? Die richtige Bewegung, die richtige Pose? Bewegt sich das Tier richtig? Bin ich an der richtigen Position? Passt das mit dem Licht gerade? Das ist ja, du kannst ja nicht sagen, ah, sorry, machen wir nochmal. Sondern es gibt halt so einen Moment, der passiert halt nur einmal. Und da musst du dann wirklich krass fokussiert sein, wenn man das dann geschafft hat und das Bild dann halt auch gemacht hat. Oder was wir halt auch jetzt so ein bisschen bei uns einführen, halt bevor wir überhaupt anfangen, den ersten Tauchgang, den wir machen, Kamera weglassen, erstmal verstehen, wie funktioniert das Tier, wie funktioniert dieses Ökosystem, in dem wir halt sind, dann genießt man das. Und da hat man dann auch ganz, ganz besondere Momente. Aber so während der Arbeit, während des Drehens, also es ist bei mir auf jeden Fall so, ist das so ein, also ich genieße es irgendwo, klar, weil es mein Traumjob ist, das so zu machen, aber man nimmt es nicht so extrem wahr. Also es gab schon Situationen, wo ich dann im Nachhinein erst in den Bildern gesehen habe, so boah krass, das ist ja passiert und das habe ich gar nicht gesehen und schau mal, was hier im Hintergrund abgeht, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Das ist vielleicht dann als derjenige, der mit dem Tier interagieren darf, in dem Fall halt Lukas, dann nochmal anders, weil man da ja dann halt wirklich auch viel mehr sich auf das Tier halt einlässt und ich eher in der zweiten Reihe bin und das versuche halt festzuhalten. Also so ist es bei mir. Ich glaube, dass der große Unterschied ist, dass zwischen uns auch nochmal eine Alterslücke ist. Ja, ist Lukas nicht, ist schon ewig alt. Nee, aber das sind noch, du bist jetzt 27. 28. 28, das sind 5 Jahre. Und die 5 Jahre, die ich mehr auf dem Buckel habe und arbeite auch schon länger in dem Bereich und durfte auch schon ein paar Abenteuer mehr erleben, dann merkt man irgendwann, auch nach der einen oder anderen Nahtodsituation oder wenn man sich für Projekte auch verbrennt, die nicht funktionieren, dann merkt man irgendwann, wie kurz das Leben ist. Und wenn das greifbar geworden ist und man merkt, okay, auch die ersten Alterserscheinungen treten, nein, ich werde nicht in der Lage sein, das für 30 Jahre zu machen, sondern ich habe vielleicht 20 gute Jahre noch, dann kann ich, weil ich vielleicht auch ne, die ein oder andere Sachen schon mit einer Lockerheit mache und auch automatisiert sind im Wasser, die Lenny noch lernt, Momente bewusst genießen. Und da gibt es verschiedene. Also wenn ich so 2, 3 rauspicken kann, einer der Momente, der für mich diese Saison also ein absoluter Glücksmoment war. Wir waren auf dem Boot mit unseren Forscherkollegen und wir waren eigentlich draußen, um Sender an Blauhaien zu platzieren. Und meine Verantwortung war eher das Teammanagement und vielleicht am Ende der Forscherin zu helfen, die Haie mit Sendern auszustatten. Und dann ist ein Mondfisch aufgetaucht, ne? Der größte Knochenfisch der Ozeane. Aber in der Biscaya sind die klein, sind die sehr selten. Gibt ganz viele Taucher auf der Welt, die unbedingt gerne mal einen Mondfisch sehen wollen. Und die beiden lokalen Taucher haben uns gesagt, es ist fast unmöglich, mit diesen Tieren im Wasser zu sein und die zu filmen. Und dann habe ich gesagt, muss ich da jetzt im Wasser sein? Oder schicke ich die beiden Lennys, ich habe noch einen gut aussehenden, blonden, blauäugigen Lenny, das ist aber mein Forscherkollege. Und dann habe ich gesagt, habt ihr Bock, das zu machen? Die beiden, yo. Weil ich gesagt habe, ich kann besser dirigieren, wenn ich auf dem Boot bin und den beiden Anweisungen gebe, wie sie sich am besten an das Tier annähern und sage, auf 12 Uhr, auf 1 Uhr. Und jetzt langsam, lasst euch reintreiben, habt das Tier im Auge behalten und die beiden sind ins Wasser. Und dann irgendwann, eigentlich ziehen wir immer ganz einen Anzug an. Habe ich gesagt, Jungs, der treibt. Ich habe jetzt gerade geguckt, 2 Minuten, der ist gleich schon im Boot. Ihr müsst jetzt ins Wasser. Und dann sind die beiden wie so 2 Bollos, ne, ohne Topless ins Wasser. Und ich war gar nicht im Wasser. Aber
zu sehen, wie die beiden Jungs langsam reindriften, und die haben das super gemacht. Keine Bewegung, kein. Lenny hat, du siehst richtig jeden Muskel im Unterarm, wie er die Kamera festhält. Und diese Tiere sind unglaublich schüchtern. Also die haben, unsere Partner da vor Ort haben ein paar Sekunden über die letzten Jahre gefilmt. Und die Jungs haben dann eine halbe Stunde auf flacher See mit diesem Tier. Und ich wusste es im Sack. Da muss ich gar nicht im Wasser sein, sondern dann geht es mir um das Ziel und dann geht es mir um die Sache. Und wenn dann ein paar Wochen später die Jungs mich unterstützen und sagen, weißt du was, krasser Expeditionstag, du musst jetzt nach an die Grenze von Frankreich fahren, weil es eventuell eine Chance gibt, einen Makohai zu finden. Und die Jungs mir das Equipment fertig machen, in den Wagen packen und sagen, weißt du was, wir halten dir morgen den Rücken frei, wir kümmern uns um die Expedition, fahr raus und versuch an der Grenze des Möglichen zu arbeiten. Das ist beflügelnd, das hatte ich ganz lange nicht. Und dann heute, nach 10 Jahren, die Tools, die Ressourcen, Support von einem Team zu haben, mich auf meine Craft zu fokussieren und zu sagen, ich fahre da raus in einem Gebiet, wo noch keiner gezielt auf Ansage ein Makohai, ne, also ein sehr seltenes Tier, in einem Gebiet, wo man über diese Makohai kaum was weiß, im Herzen Europas, war kaum denkbar, in Europa mit reinzutauchen, da rauszufahren und den zu suchen. Dann für 5-6 Stunden Fischblut ins Wasser zu tun. Und das ist so ein, das ist crazy. Das ist vielleicht wie keine Ahnung, McLean-Eisenbahn sammeln. Ich fantasiere manchmal nachts über verrottete Fische und deren Konsistenz, weil wir brauchen diesen Duftstoff, um die Haie anzulocken. Ansonsten können wir die nicht finden. Und dann stehe ich da in so einem Poncho voller Fischblut und Thunfisch und Leute übergeben sich. Und gibt zum Glück noch kein Großfernsehen, nur so. Ja. Sei Dank. Und dann glitzert das morgens und ich gucke auf die tiefen Reliefkarte, ich gucke auf die Uhr, das timet gut, die Strömung läuft und ich spüre, das ist richtig. Und wenn der Ozean jetzt belohnt, dass wir uns für die letzten 10 Jahre den Arsch aufgerissen haben für diese Sache, dann kommt da gleich ein Hai. Und wenn dann die Forscherin zu mir kommt und sagt, ja, wo sind denn jetzt die Haie? Und in dem Moment fliegen 2 Vögel, die in dieser Ölspur im Sonnenaufgang sitzen, weg. Und ich stehe da mit Rändern unter den Augen und bin komplett fertig. Und in dem Moment sticht die Flosse von einem Makohai, einem der seltensten Arten der Welt. Das ist so, als ob wir einen Schneeleoparden in Bayern finden würden. Aus dem Wasser und schwimmt um das Boot und alle haben große Augen und du merkst, das, was du für 10 Jahre geübt hast, investiert hast, wo alle gesagt haben, das ist eine brotlose Kunst, das funktioniert nicht oder das ist doch gar nicht so wichtig. Und dann klappt das und ich kann Lenny anrufen und sagen, wir haben den. Ja, und dann kann man sehen, okay, was ist jetzt das Nächste? Ich ziehe gar nicht mehr so viel Glück aus, natürlich mit den Tieren zu tauchen, das ist super toll. Aber diese zwischenmenschlichen Sachen, diese gemeinsamen Erfolge und vor allen Dingen, und das ist bei euch, glaube ich, genauso, nach 3-4 Jahren konzeptionell zu arbeiten, Ideen zu machen, ne, das ist ja ein langer Prozess, auch so eine Uhr zu designen, zu sehen, dass das fluppt. Ne, der Moment, wo ein Kunde vielleicht dann sagt, jetzt bei dem Novonau zum Beispiel, wow. Ne, oder dass wir Leute im Wasser mit dabei haben und die sehen Makohai und du weißt, die heulen auf dem Boot. Das ist schon, also die sind nicht häufig und ständig. Unsere Arbeit ist auch viel geprägt von Misserfolgen und von Trauer und von wirklich viel Aufgabe, auch für unsere Familien. Aber die Intensität dieser Erfolge, die macht es, glaube ich, am Ende aus. Also Geduld und auch langes Zeitinvestment hat ja nicht nur bei euch in den Designprozessen, aber auch im Stärken der Marke ganz, ganz viel Ansatz, sondern auch vielleicht abschließend auch für den Talk heute das Thema Freediving. Ich finde, es ist einerseits die Faszination Unterwasserwelt, aber auch die Faszination als Mensch. Das passt auch wieder zum Marinemaster, eins zu sein mit der Natur, also ohne Flasche, ohne Sauerstoffgerät. Bis zu 2-3 Minuten. Es gibt ganz verrückte Menschen, die es noch länger unter Wasser aushalten. Nehmt uns mal ein bisschen mit. Also, Lenny, du als Kameramann hast ja per se erstmal weniger, was du beachten musst, wenn du einfach nur die Luft anhältst. Aber das birgt ja auch unfassbare Gefahren, oder nicht? Ja, also wir haben ja alle ein Warnsignal in uns drin. Wenn wir die Luft anhalten, dann kriegen wir irgendwann diesen Atemreflex und dann heißt halt, und jetzt sagt ja dein Körper, du musst jetzt das angereicherte CO2 irgendwie wieder loswerden und wieder normal atmen. Und das macht's für mich halt auf der einen Seite, also es ist, Freitauchen ist so eine Geheimwaffe, weil man sich dem Tier nähern kann und eine Flexibilität unter Wasser hat, wie man sie sonst überhaupt gar nicht kriegt.
Ich mache keine Geräusche. Ich bin so ein lautloser Pfeil, der da runterschwimmt und total interessant für die Tiere, weil die halt sich so denken, so, das habe ich noch nie irgendwie gesehen und kommen natürlich dann halt relativ nah an mich ran. Und jeder Naturfilmer möchte gerne die Tiere in der Regel so nah wie möglich irgendwie bei sich haben. Jetzt gibt es noch andere Techniken, wo man dann mit dem Kreislaufgerät tauchen kann. Da hast du hier noch einen Tank und da noch und bist groß bepackt und total unflexibel. Hast da den Vorteil, da kannst du mehrere Stunden unter Wasser bleiben. Bringt natürlich den Vorteil mit. Manchmal muss man halt auf die Situation halt warten, bis das Tier sich an einen gewöhnt hat, bis es nah an einen rankommt. Oder man muss für eine Stunde im Riff sitzen, sich nicht bewegen und irgendwann kommt der Hai, der Wal oder was halt auch immer an einem vorbei. Und das limitiert einen vom Freitauchen her natürlich schon extrem. Also man hat, wie du es gerade gesagt hast, halt eine kurze Zeitspanne, wo man halt unter Wasser sein kann. Kommt natürlich immer auf die Verhältnisse an. Wie sind die Strömungen? Wie ist die Wassertemperatur? Die körperliche Verfassung? Wie groß ist die Kamera, die man mitschlurrt? Also all das sind so Faktoren, die extrem die Zeit einkürzen oder halt auch länger machen. Das bringt halt für mich die Herausforderung mit, halt wirklich den perfekten Moment einmal für mich halt abzupassen, wann ich abtauche, wo das Tier sich dann befindet und wo sich halt mein Partner befindet, den ich jetzt vielleicht gleich filmen will. Wo bist du mittlerweile? Ich glaube, 2021 hast du davon zum ersten Mal gesprochen in dem Podcast. Da warst du, glaube ich, bei 2 Minuten. Genau, 2 Minuten. Also das habe ich jetzt so um 10 Minuten nochmal nach oben geschraubt. Bei Lenny ist das ein bisschen eine Hassliebe gewesen, weil er schon sehr verliebt war in das Tauchen mit Flasche. Auch weil einem das erlaubt, wenn man im Freitauchen muss man mit einem leeren Magen tauchen, was ansonsten sehr unangenehm ist. Der Lenny mag sein Frühstück, muss man einfach mal so sagen. Ja, und dann kann man morgens üppig frühstücken und sich den Tank aufschnallen. Und das war am Anfang, musste ich ihn auch an der einen oder anderen Stelle pushen. Und was ich so unglaublich geschätzt habe, ist, Lenny hat früher Bundesliga Rugby gespielt und er hat so einen absoluten Ehrgeiz für ein Comeback. Und wenn du Lenny irgendwann mal sagst, das reicht noch nicht aus oder das ist noch nicht gut genug, dann kratzt das so ein bisschen an seinem Ego. Und dann trainiert er aber auch und hält sich ran. Es ist bemerkenswert, wie schnell von 2020, wo du sehr rudimentäre Freitauchfähigkeiten hattest, zu jetzt, wo er easy peasy auf 20 Meter taucht in Frankreich in absoluter Kälte und dann Heringshaie filmt. Das ist eine sehr, sehr steile Lernkurve. Wir diskriminieren nicht nach Methode. Wir sind auch nicht ideologisch, was unser Arbeitswerkzeug angeht, sondern wir nehmen immer das, was am besten funktioniert. Aber was am Freediving so toll ist für mich, diese Welt, in der wir leben, ist unglaublich schnelllebig geworden. Ständige Beschallung. Keiner von uns kann sich, glaube ich, so wirklich freisprechen davon, dass wir nicht zu viel am Telefon sind und vielleicht auch manchmal die echte Welt vergessen. Und so stumpfen unsere Sinne ein bisschen ab. Und wenn ich mit einem Atemzug tauche, dann ist das Wichtigste in meinem Leben limitiert. Ja? Und zwar die Luft. Wir haben circa nach 4 Monaten in Einzelhaft den ersten Suizidversuch. Ohne Sozialkontakte. Wenn du mehr als 3 Wochen nichts gegessen hast, landest du wahrscheinlich im Krankenhaus. Keiner von uns hält mehr als 4 Tage ohne Trinken aus. Wahrscheinlich sogar 3. Niemand hält länger als 11 Minuten 37, das ist der amtierende Weltrekord, ohne Hilfsmittel, die Luft an. 11:37. So. Das heißt, also ich bin, ne, meine Bestzeit sind so um die 6 Minuten. Das heißt, die Luft und auch die Panik, die dabei hochkommt, ja, wenn wir die Luft nicht haben, die ist eine der Urpaniken, die wir haben. Deswegen haben wir Skepsis vor tiefem Wasser. Deswegen haben wir Angst vor Höhlen. Ne, viele Menschen haben die Angst vor Erstickungsgefahr, Klaustrophobie. Diese Angst ist gut, weil die hält uns am Leben, dass wir als Menschen nicht Sachen machen, die am Ende dazu führen, dass wir ersticken. Sich diese Angst zu stellen, kostet nichts. Die Luft anzuhalten, könnten wir jetzt hier im Studio machen. Damit wirst du konfrontiert mit einer Urangst. Ja, ich kann euch nicht nehmen in ein Kriegsgebiet und das mal simulieren. Ich kann nicht simulieren, dass ich eine eurer Partnerin kidnappe, um eine Urangst auszulösen. Ja, das geht nicht. Ich kann auch nicht mit Schusswaffen hantieren. Ich kann hier in unserer Zivilisation in der Stadt nicht mal eben authentisch eine Urangst auslösen. Ja, ohne hohen Aufwand und Kosten und mit Risiko. Luft anzuhalten, dann wird man damit konfrontiert. Ich hatte früher einen krassen inneren Dialog in meinem Kopf. Ich habe Sachen in meinem Alltag manchmal als Stress wahrgenommen oder als Ängste, die eigentlich keine waren. Wir Menschen sind unglaublich gut da drin. Das macht uns aus, uns zu adaptieren, Dinge zu normalisieren. Ja, es gibt Menschen gerade in der Ukraine, die normalisieren, dass da ein Krieg ist und schaffen das trotzdem mit irgendeiner Form Alltag zu leben. Ich habe Menschen kennengelernt, Milliardäre,
die die miserabelsten Menschen waren, vom Glücksgefühl her, die ich je gesehen habe. Das waren absolut deprimierte, unglückliche Menschen, weil sie all diese Abundanz und Ressourcen normalisiert haben. Das konnte nur noch gekauft werden. Und wenn ich freitauche, dann ist das so ein Zurückkehren zu einem selber. Weil wenn man das schafft, diese Urangst zu channeln, wenn man merkt, okay, das ist wie eine Warnblinkanlage für einen Piloten in einem Flugzeug, da muss ich auch nicht sofort Sturzflug machen und landen, sondern ich gucke mir die erstmal an. Was macht die? Was ist das für ein Warnsignal, was da in mir hochkommt? Dann gucke ich mir die zweite an und versuche, das kennenzulernen. Dann tritt plötzlich all anderer Stress im Leben so ein bisschen in den Hintergrund. Und ich glaube, dass uns das allen ganz gut tut. Und der Vorteil für die Fortis ist, Apnoe-Tauchen ist ästhetischer und sieht geil aus auf Fotos. Ja. Wir können das jetzt mal hier ausprobieren, wie lange wir die Luft anhalten können. Ich glaube, bei mir wäre es maximal eine Poollänge. Oh, wir haben gefrühstückt. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass, was Lukas gerade sagt, so dieser Stressmoment, der kommt auch gleichzeitig, wenn man jetzt aus der Kameraperspektive halt mitredet, auch ganz zügig halt mit rein, weil ich tauche ab, bin auf meiner Tiefe und dann, aus was für Gründen auch immer, kommt der andere nicht hinterher, weil der noch zwei Atemzüge länger braucht. Und dann sitze ich da unten schon. Oder das Tier dreht noch mal irgendwie eine Runde. Und dann geht es halt los, das und dann denkst du so, oh scheiße, das geht jetzt schon los, warum denn jetzt? Ich muss doch noch irgendwie eine Minute hier unten bleiben oder 30 Sekunden und muss noch irgendwie aushalten. Und das ist dann halt so der Stress, den ich dann quasi als Kameramann dann unter Wasser dann versuche halt auszublenden, weil ich halt sage, dass ich muss irgendwie oder ich will ganz gerne dieses Bild jetzt hier irgendwie kriegen, auch wenn mein Körper jetzt schon gerade, wenn diese Warnsignallampe im Cockpit quasi gerade angeht, sagt so, wir müssen jetzt hier irgendwie aufhören und es geht nicht mehr, da dann halt cool zu bleiben und da dann halt wirklich zu sagen so, easy. Darf ich noch eine positive Sache sagen? Ich will über Ängste sprechen. Wir haben hier keine Sendezeit. Wir können ja Thomas Gottschalk-mäßig überziehen, oder? Du hattest ja eben den Jupp gefragt, dass die Fortis in verschiedene Welten eindringt. Und es gibt gerade eine große Faszination wieder mit dem Weltall. Wir haben gerade einen US-Präsidentschaftskandidaten, dessen Onkel damals das große Space Race eingeläutet hat und die Jungs zum Mond geschickt hat. Wir haben heute in unseren Telefonen mehr Rechenkapazität als die NASA damals. Und jetzt wird der Mars auch als ein Ziel genommen. Und das wird, glaube ich, auch unsere Zivilisation in ganz vielen Wegen definieren und auch voranbringen. Wir vergessen manchmal, dass wir fliegen können als Menschen in einer komplett anderen Welt, in einem anderen Universum, über das wir noch kaum was kennen, for free. Und das ist im Ozean. Wenn ich freitauche, mein Herzschlag senkt sich und ich kann selbst als Anfänger, wenn wir jetzt einen Tag trainieren würden, du würdest locker 10 Meter schaffen, 2-3 Minuten die Luft anhalten, du bist ein Jahr dabei, dann fliegst du auf 15, 20 Metern Tiefe mit Haien und Walen in einem dreidimensionalen Raum. Jeff Bezos hat, ich weiß nicht wie viel, hunderte Millionen gezahlt, um einmal ins All zu fliegen mit seiner Rakete. Wir zahlen im Tank hier in Deutschland 50 Euro Eintritt, um 3 Stunden Schwerelosigkeit zu erfahren. Ich kann Backflip machen und in Slow Motion Wingsuit flying, ohne die Todesgefahr, 20, 30 Meter in die Tiefe sinken. Wenn ich vergleichen würde, was wir erfahren in einem Korallenriff. Ich liege in einem Korallenriff und um mich herum teilweise 500, 600 Arten von bunten, kleinen Fischen, reiche Biodiversität. Das Analoge wäre, dass ich durch den Wald mit einem Jetpack fliege, der still und lautlos ist, und dann um mich herum hunderte Wölfe, Schmetterlinge, Eichhörnchen etc. rumspringen und einen Meter entfernt von mir mit mir interagieren. Das können wir an Land nicht erleben. Nur unter Wasser. Und was ich jedem sagen würde, ist, das ist für jeden zugänglich. Wir haben Leute dabei, die sind 16 Jahre alt. Wir haben Leute dabei gehabt, die sind 82 Jahre alt. Freitauchen ist so ein Sport, den kann jeder in irgendeiner Form ausüben. Und wer eine Faszination hat für die Unterwasserwelt, der muss nicht mehr wie früher 10.000 Tauchkurse machen und 5-mal um die Welt telefonieren, sondern durch das Internet und durch diese geilste Zeit, in der wir gerade einfach in der Menschheitsgeschichte leben. Das wird oft sehr negativ betrachtet. Du kannst heute innerhalb von einem Jahr die Ausbildung und das Equipment haben, als ein Mensch von Land in einer komplett neuen Welt schwerelos mit fast allen Arten der Welt zu interagieren. Und ich glaube, das ist die andere Frontier, die wir außer dem All gerade noch haben auf unserem eigenen Planeten.
Keine Termine und den Horizont vor Augen ist auch so eine schöne Eigenschaft des Marinemaster. Jupp, zum Abschluss. Wir haben, glaube ich, heute speziell wir beide unseren Horizont erweitern dürfen im Gespräch mit den beiden. Vorhin hast du mich gefragt, was man von den zwei lernt. Jetzt ja, hast ja, jetzt kann man das. Zettel ist voll und der Kopf vor allem auch. Was nimmst du mit, auch für eure Partnerschaft? Na, was soll man jetzt groß mitnehmen? Ich meine, letztendlich, wir arbeiten jetzt schon länger zusammen, wie er schon erzählt hat. Für mich hat es sich halt wieder gezeigt, dass es der richtige Weg war, den wir vor 4 Jahren eingeschlagen haben. Und dass es auch richtig ist, den weiter zu verfolgen. Weil ich sage, wir stehen jetzt gerade erst am Anfang. Mhm. Du brauchst sehr viel Aufbauarbeit und jetzt fängt das Ding jetzt langsam zum Blühen an. In dem Sinn weitermachen und durchziehen. Und vielleicht mal eine Expedition bei Ocean Collective mit. Ja, er hat mich ja schon zum Haitauchen schon vor langer Zeit eingeladen. Ich glaube, ich werde mir wahrscheinlich in die Hosen machen. Aber dafür gibt es ja den Andreas. Ja. Dafür wir brauchen immer genau, neue Köder genau, auf Expeditionen. Dafür habt ihr Mitarbeiter, die man dann so ins Wasser schubst. Aber ich werde bestimmt mitkommen. Vielleicht gucke ich es mir vom Boot an, vielleicht springe ich mit rein, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann der Tag X kommen wird. Da wirst du nicht drum herum kommen. Wo ich nicht drum herum komme, genau. Na, schauen wir mal. Und ihr zwei, habt ihr einen Wunsch an all die Leute, die uns heute zuschauen? Ihr habt wirklich sehr viel vermittelt und sehr viel auch den Leuten klargemacht, was es auch braucht, um diese blaue, wunderschöne Unterwasserwelt zu erhalten. Was ist so eure Idealvorstellung für die Zukunft? Ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr Pragmatismus haben in unserer Diskussion über Nachhaltigkeit, in unserer Diskussion über Meeresschutz. Wir haben auf der einen Seite ein Lager, was sehr ignorant ist und sagt, der Status quo ist super. Das wird alles so weitergehen und die Ozeane werden sich irgendwie selber stabilisieren. Wir können überfischen, wir können den Planeten zugrunde richten. Fakt ist, dass wir in einem Ecological Overshoot sind und das schon seit 30, 40 Jahren. Und unsere Zivilisation an sich und ich glaube auch ganz viele Menschen, die vom Meer abhängig sind, große Einschnitte erleben müssen, wenn wir einfach blind dem Status quo folgen. Ne? Wir sehen das an vielen anderen Dingen, dass gerade in der Welt Friktion entsteht, weil der Status quo mit den Flüssen der Natur, der Ressourcen und dem natürlichen Verhalten von Menschen und Populationen nicht mehr ganz zusammenpasst. Und dann entstehen Spannungen. Spannungen, die wir sehen in Ökosystemen bis hin zur Supermarktkette seit ein, zwei Jahren, wo die Leute gefühlt ein bisschen gestresster sind als sonst. Auf der anderen Seite haben wir Leute, die unglaublich ideologisch sind, aktivistisch und passioniert. Das sind grundsätzlich erstmal Eigenschaften, die ich schätze. Aber wenn wir uns einige der erfolgreichsten Menschen in aktivistischen Bewegungen angucken, wie zum Beispiel Martin Luther King, dann sind diese oft mit sehr viel Kontenance, mit sehr viel Substanz und auch mit einem langfristigen Denken und Disziplin durchgeführt worden und auch ganz häufig mit der Empathie, die andere Seite mal zu verstehen und dass man nicht immer nur entlang von politischen Linien ideologisch arbeitet. Und deswegen hoffe ich, dass wir mehr Leute begeistern können, die pragmatisch arbeiten, aber dann, wenn es drauf ankommt, ne, die Gesellschaft neu zu definieren, aktivistisch zu sein, auch konsequent zu bleiben und das dann durchzuziehen nach dem eigenen Gewissen. Und hoffe, dass der Ozean, wenn ich mal Kinder habe, in 10, 20 Jahren noch Haie hat. Und obwohl es düster aussieht für viele Ökosysteme, die Heringshaie kommen zurück in Europa. Der weiße Hai hat es an der Ostküste und Westküste der USA zurückgeschafft, am Rande des Aussterbens gewesen. Es gibt Hoffnung und ich glaube einfach, dass wir ja, neue Systeme finden müssen und mutig genug sein müssen, da optimistisch mit Handlungsbedarf ranzugehen und dann wird das schon. Danny, was wäre dein Wunschbild? Ich finde es gut, wenn man das große Ganze und den Ort, in dem man ist, ein bisschen besser versteht. Weil bei mir ist es definitiv der Fall, seitdem ich das Freitauchen mache, seitdem ich halt viel auf dem Ozean und in dem Ozean arbeite,
so gewisse Stresssituationen für mich, die mich früher total haben kirre werden lassen, halt nicht mehr so schlimm sind. Weil man halt sieht, es gibt ein großes Ganzes, es gibt Orte, die verlangen einem total viel ab. Und wenn man sich ein bisschen auf sich selbst besinnt und auf das, was man kann, und dann halt auch merkt, also wir hatten schon viel schlimmere Situationen und es gibt Leute, die haben viel schlimmere Situationen irgendwie schon durcherlebt, dann ist das, wo wir jetzt gerade sind, gar nicht so schlimm. Ist vielleicht ein bisschen philosophischer Ansatz, aber ich glaube, wenn man sich auf das besinnt, was man kann und auch ab und zu mal ein bisschen mehr an sich selbst vertraut und sagt, ey, mit meinem Team und mit den Leuten, mit denen ich, die ich um mich herum geschart habe und denen versuche, einfach was Gutes zu geben, kriege ich am Ende auch was Gutes zurück. Und genauso ist es mit der Arbeit auf dem Ozean halt auch. Wenn wir da draußen sind und uns bemühen und jeden Tag da rausfahren und jeden Tag nicht sagen, so nach 2 Stunden hören wir auf, sondern wir sagen, wir hören nach 14 Stunden auf, dann wird es irgendwann den Tag geben, wo wir dafür belohnt werden. Und das ist so ein Ding, das habe ich extrem gelernt, auch in unserer Zusammenarbeit, dass wenn man durchhält und beißt und wirklich daran glaubt und in sich vertraut und sich nicht von jedem kleinen Furz irgendwie komplett aus der Bahn kicken lässt, dass man damit auch am Ende weiterkommt. Und das gibt mir zum Beispiel halt auch die Hoffnung zu sagen, die freien Tage, die ich jetzt gerade habe, die setze ich daran, um halt Filme für NGOs gerade fertig zu machen, um Footage rauszusuchen. Da kriege ich keinen Pfennig für, aber ich weiß, das ist irgendwo mein Arbeitsplatz. Ich muss irgendwie was dafür tun, den zu schützen. Und dementsprechend investiere ich halt die Zeit, die ich halt habe und das Können, was ich habe, genau da rein. Und ich glaube, dass es da draußen ganz viele Leute gibt, sei es jetzt ein ITler, sei es Werbeleute, sei es Zahnärzte, die ja Fernsehlaufen haben, wo kleine Kinder davor sitzen. Wenn wir auf Produktionen fliegen, einfach mit Leuten irgendwie darüber reden, so was macht ihr denn? Ach, das ist ja krass, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, dass jeder halt ein bisschen was machen kann. Und das ist schlussendlich, das knüpft auch an das an, was Lukas gerade sagt. Wenn man sich da zusammentut und alle so ein bisschen was zusammen machen, dann schaffen wir schon ganz schön viel. Und den Mut halt zu haben, zu sagen, komm, auch wenn es nur ein bisschen ist, wir halten zusammen und machen es zusammen und nicht jeder für sich alleine, dann kann man was bewegen. Und das ist so eine Eigenschaft, die geht halt ganz oft irgendwie bei uns so ein bisschen verloren, wo jeder so für sich versucht zu machen und ich muss hier der Top-Dog sein und kein anderer. So, jeder kann ja gut sein in dem, was er ist, aber wenn man das dann halt am Ende zusammenbringt, dann schafft man halt viel, viel mehr. Da laden wir alle zu ein. Wir haben das nicht ohne Grund Ocean Collective genannt, ja, weil wir an den kollaborativen Spirit der Menschheit, ja, Menschen funktionieren nur gut im Team, glauben. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, wir haben eine Dame mit ihrer Tochter dabei, die ist mal hat ein ganz schlimmes Trauma im Wasser erlebt, ganz schlechte Erfahrungen im Wasser gemacht. Sie ist von Beruf aus Zahnärztin, möchte ihrer Tochter ermöglichen, die sich mal passioniert interessiert hat für Haie, irgendwie als so ein Jugendgespinst. Hat sie dann mitgenommen auf die Bahamas, um mit denen zu tauchen, hat mich kennengelernt. Sie sind jetzt auf einige Expeditionen mitgefahren und diese Frau ist von Angst und Negativerfahrung im Wasser zu einer Freitaucherin geworden, die als Zahnärztin jetzt mit Heringshaien, mit Makohaien, mit Blauhaien taucht, kompetent Fotos macht, uns auf Expeditionen unterstützt und hat in ihrer Praxis, du hast es eben genannt, über dem Behandlungsstuhl an der Decke Haifotos von den Expeditionen hängen und die Kinder sehen jetzt diese Tiere und kriegen diese Passion mit. Also wir glauben daran, dass man diese Sachen nicht mehr nur als Experten machen kann, sondern wir laden die Leute inklusiv auf eine Reise mit und sagen, lass uns machen, nicht schnacken. OceanCollective.com, richtig? Ocean-Collective.de. Das Minus, ja, nicht vergessen. Danke dir. Ja. Lukas Müller und Lennart Rossenfeld, ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch, dass wir mit euch gemeinsam eintauchen durften in die Faszination des Ozeans. Wir zwei vor allem und ihr zu Hause natürlich auch. Wenn ihr den Forteskanal noch gar nicht kennt, hier gibt es ganz, ganz viele Welten, in die man eintauchen, abtauchen, was auch immer kann. Weltraum, wir haben Düsenjets. Eigentlich passt alles. Ne? Alles. Man kann sich auch ganz viel über die Fortis reinziehen, wie die Fortis funktioniert, wie sie zusammengebaut wird. Dann kriegt man den Jupp aufzusehen oder den Andreas. Also all die Gesichter der Fortis, die man kennenlernen sollte. Und euch beiden alles Gute für die nächsten Projekte, für eure Missionen. Wenn ihr zu Hause noch etwas mehr über Lenny und Lukas erfahren möchtet, wir haben hier oben noch einen Film produziert, wo sie noch ein bisschen mehr über ihre Projekte erzählen und über die Faszination des Tauchens. Ganz lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.